Santos wurde durch ein fliegendes Knie von Paige ausgenockt, das seine Stirn mit Präzision streifte. Der Aufprall war so heftig, dass Santos ins Krankenhaus eingeliefert wurde, wo er unter unerträglichen Schmerzen litt, während sein zertrümmerter Schädel Schockwellen aussandte. Eine Röntgenaufnahme zeigte das Ausmaß des Schadens. Seine Stirn war angeknackst, so dass die Ärzte eine Operation wegen der Gefahr von Hirnschäden ablehnten. Santos unterzog sich einer Operation, um seinen zertrümmerten Schädel zu reparieren und erholte sich schließlich vollständig. Er zog sich vom Profikampf zurück und konzentrierte sich auf Trainer- und Führungsaufgaben.